Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von OpenTX Weekly. Und heute soll es um die Anbindung von fremden Schaltmodulen gehen, also solchen Schaltmodulen, die jetzt nicht mit meiner eigenen Protokollarchitektur zusammenarbeiten, also nicht meine RC-Multiswitche oder auch die DA-Adapter, mit denen es allerdings auch möglich ist, fremde Schaltmodule anzubinden. Heute nehme ich einfach nochmal diese sogenannten Tip-Tip-Module unter die Lupe. Die kennt ihr alle, die gibt es von ganz vielen Herstellern. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber deren Bedienung ist eigentlich immer gleich. Ich versuche das hier mal an dem rechten Knüppel darzustellen im Simulator. Also wenn man die erste Schaltfunktion schalten möchte, dann macht man das den Knüppel einmal in die positive Auslenkung. Und wenn man die zweite Funktion schalten möchte, dann macht man das einmal und ein zweites Mal und hält es etwas länger, bis die Funktion dann angeht. Im Gegenzug kann man auch andere Funktionen schalten, auf demselben Ausgangskanal vielleicht ein Blinksignal, indem man jetzt bei dem zweiten zum Beispiel das nach unten macht, einmal, zweimal, beim zweiten Mal einfach hält und dann loslässt. Ich nenne die Tip-Tip-Module, weil man eben auf einem echten Sender, nicht wie hier in der Simulation, den Knüppel dann dabei einfach antippen kann. Jetzt möchte ich euch zwei Sachen zeigen. Zum einen, wie man das auch ohne Knüppel machen kann und zum anderen, wie das auch zusammenarbeitet mit meiner Oberfläche für die anderen Schaltmodule. Ich mache das nochmal gerade hier im Fullscreen. Diese hier beispielsweise, die ja dann auch über den Touchscreen zu bedienen ist. Also braucht man auch für diese Tip-Tip-Module dann gar nicht mehr dieses im Geiste zählen und halten von irgendeinem Knüppel oder irgendeinem Schalter. Gut, fangen wir mal einfach an. Ich setze hier mal ein neues Modell zusammen. Neues Modell erstellen. So, da sind wir schon drin. Und dieses Modell bekommt jetzt bei mir erstmal einen Namen. Und zwar nenne ich das jetzt auch Tip-Tip. Upsala, das wollte ich nicht. Löschen wir das mal. So, und jetzt Tip. Okay, gut. Das Modell ist jetzt ganz normal. Standardkonfiguration können wir uns auch gerade anschauen, damit ihr euch wiederfindet. Wir haben also hier die vier Inputs, wie immer. Und wir haben dann auch die vier Mischer dafür. Und das können wir natürlich auch hier direkt beobachten. Wenn wir die Knüppel hier bewegen, seht ihr, wie die Kanäle sich auch entsprechend verhalten. Und das ist alles simpel. So, das erste war, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Knüppel hier benutzen, das wäre also Kanal 2 für das Tippen. Ich habe gesagt, man kann das auch einfacher machen, also statt den Knüppel hier zu benutzen oder auch einen Schalter zu benutzen. Ja, da haben wir immer noch diese beiden unbenutzten Trim-Buttons, oder eigentlich sind das ja vier Buttons, wenn man es genau nimmt, für Trim 5, einmal Up and Down, also Trim 5 Up, Trim 5 Down und Trim 6 Up und Trim 6 Down. Also haben wir vier Knöpfe noch zur Verfügung, die wir normalerweise nicht benötigen. Also ich behaupte jetzt einfach mal, die Schiffs- und Funktionsmodellbauer benötigen die nicht. Ja, damit können wir uns natürlich auch diese Funktion zusammenbasteln. Ich sage jetzt einfach mal, wir legen diese Funktion einfach mal auf Kanal 10. Also am Empfängerausgang Nummer 10 würden wir jetzt unser, ich sag mal, analoges Tip-Tip-Schaltmodul von welchem Hersteller auch immer anschließen. Letztendlich brauchen wir also dann auch hier in OpenTX einen Mischer für Kanal 10, der uns die entsprechende Logik zusammenbaut. So, dann baue ich mir jetzt mal hier einen Mischer für Kanal 10. Und dazu benutzen wir direkt mal Trim 6
Up-and-Down. Also was wir normalerweise mit dem Knüppel nach oben machen wollten, das würde ich jetzt ganz gerne mit dem Trim 6-Up-Button machen. Und was wir normalerweise mit dem Knüppel nach unten machen würden, das würde ich ganz gerne mit dem Trim 6 nach unten Button machen. Ja, und das ist eigentlich relativ einfach, indem man nämlich hier als Quelle erstmal einen festen Wert nimmt und das ist Max. Das ist also 100% Vollausschlag. Wenn ich das als Quelle nehme, sehen wir das auch hier, dass das erstmal hier auf 100% Vollausschlag geht und wir sehen das natürlich auch hier schon am Kanal 10. Jetzt möchte ich aber diesen 100% Vollausschlag nur dann aktivieren, wenn der Trim-Button 6 nach oben ist. Und diese Mischerzeile, die kann ich aktivieren durch einen entsprechenden Schalter. Also hier in der Zeile Schalter kann ich mir Schalter aussuchen, die diese Mischerzeile aktivieren sollen. Und da habe ich auch hier die Möglichkeit, als Shortcut hier auf die Trim-Buttons zu gehen. Und dann gehen wir da mal runter bis zu Trim 6 ab. T6 ab. Okay, jetzt muss ich meine Malings da erstmal löschen. Gut, wenn ich jetzt T6 nach oben drücke, dann gucken wir einfach mal hier auf den Mischerwert, beziehungsweise hier auf Kanal 10. Und dann sieht man, dass ich damit schön den Kanal 10 tasten kann. Okay. Ja. In dieser Mischerzeile kann ich natürlich jetzt nichts anderes mehr hinzufügen, aber ich kann hier eine weitere Mischerzeile hinzufügen, indem ich hier sage, neue Zeile danach oder davor, das ist jetzt eigentlich egal. Ich mache das immer ganz gerne dann danach, die nächste Zeile. Und das ist dann derselbe Kanal, aber es ist eine weitere Zeile des Mischers, die auch aktiv sein kann. Meistens macht man immer nur eine Zeile eines Mischers aktiv. Es können auch mehrere Zeilen aktiv sein, wenn man wirklich was mischen will. Aber bei solchen Umschaltereien ist dann eben immer nur eine Zeile aktiv. Und da nehme ich mir wieder meinen Maximalwert, 100%. Aber diese Zeile, die wäre jetzt dauerhaft aktiv und würde natürlich schon 100% liefern. Und die andere Mischerzeile mit ihren 100%, die würde gar nicht mehr zum Zuge kommen. Aber da mache ich denselben Trick. Ich aktiviere diese Zeile nur dann, wenn mein Trim-Button 6 nach unten aktiviert wird, also 6 down. So, dann habe ich einmal hier, wenn ich Trim-Button, wir gucken wieder auf Kanal 10, Entschuldigung, oder hier oben in die Top-Bar, wenn ich T6 nach oben drücke, lenkt es aus und wenn ich T6 nach unten drücke, lenkt es auch aus. Das ist natürlich beides mal in dieselbe Richtung, das will ich auch nicht. Dann kennen wir das schon, dann muss ich hier das Gewicht umdrehen. Es gibt also leider nicht so etwas wie Minus Max, sondern es gibt nur Max, aber wenn ich dem Max ein Gewicht von das habe ich jetzt blöd gemacht, wenn ich dem Max ein Gewicht von minus 100% gebe, also mit minus 1 multipliziere, dann funktioniert das natürlich auch. Das kontrollieren wir nochmal hier an Kanal 10 oder hier oben an der Top-Bar. Also Trim 6 nach oben ist wieder plus 100%, Trim 6 nach unten ist minus 100%. Ja, das ist also eine Möglichkeit, um über einen Kanal, in diesem Fall ist es dann Kanal 6, und durch Ansteuerung mit dem einen Trim hier, mit seinen beiden Buttons, so eine Tastfunktion zu realisieren, die ich dann eben für die Schaltfunktion benutzen kann. Also fünfte Schaltfunktion, viermal Kurztasten, einmal Langtasten, also 1, 2, 3, 4, 5, lang halten und dann wäre das Ding eingeschaltet. Oder andersrum, das wieder ausschalten oder meinetwegen den Blinkmodus ändern, also wieder viermal Kurztasten nach unten und einmal lang halten. 1, 2, 3, 4, 5, lang halten, zack, dann müsste das soweit funktionieren. Ja, das ist also schon mal ganz schön. Das kann man aber auch noch weiter optimieren oder automatisieren.
Gut, und dazu kommen wir jetzt zu dem Einrichten der Funktionsskripte für die Schaltmodule. Also Punkt 1 ist, dass diese fremden Schaltmodule sich natürlich nicht in der Art und Weise, wie man das mit meinen machen kann, konfigurieren lassen. Deswegen brauchen wir nur das Bedien-Widget. Also wenn wir hier in die Widgets reingucken, dann ist es hier dieses Switch-Widget. Da brauchen wir aber gar nicht reinzuschauen, das kennt ihr schon alle. In den Code guckt man eh nicht rein. Aber wie alle diese Widgets haben die Konfigurationsdateien und wie üblich spielt es sich ab in einmal Models und einmal Radio. Wir bauen jetzt also eine ganz normale Konfigurationsdatei auf, wie für die anderen Schaltmodule. Gehe hier in Models rein, allerdings jetzt abgestimmt auf unser, auf das entsprechende Tip-Tip-Schaltmodul, was ihr denn da so habt. Und ich habe jetzt hier mal eine Konfigurationsdatei gleich gemacht, die Tip-Tip.lua heißt. Die wird also dann angewendet, wenn auch das Modell Tip-Tip.lua, Tip-Tip heißt. Und ihr erinnert euch dran, ich habe eben unser Modell schon gleich mal Tip-Tip genannt. Das passt also jetzt hier zusammen. Schauen wir uns das mal an. Dann erkennt ihr das wieder. Ich habe jetzt hier erst einmal das Save Values auf False gesetzt. Das heißt, Konfigurationsparameter werden nicht gespeichert. Naja, die gibt es eh nicht. Dann haben die meisten dieser Schaltmodule auch nur drei Zustände aus 1.1 und 1.2, je nachdem, was das bedeuten soll. Das muss man dann bei dem Schaltmodul dann nachgucken. Also das ist dann sozusagen die Knüppelbewegung in die eine Richtung und die Knüppelbewegung in die andere Richtung. Ja, und ansonsten sieht es eigentlich relativ normal aus, was hier drin steht. Wir haben hier die Funktionsnummer, Funktion 1, Funktion 2 am ersten Modul. Und dann haben wir hier Funktion 1 am zweiten Modul. Meine Striche gelingen mir nicht so richtig. Und dann haben wir hier die Funktion 5 am zweiten Modul. Und so. Und dann haben wir hier noch die Funktion 5 am ersten Modul. In diesem Fall ist es ein logischer Schalter mit dem Alice-Mode 1. Logische Schalter sind ja Schalter, die nur zwei Zustände haben. Also der logische Schalter schaltet dann zwischen diesen beiden hin und her. Ein Alice-Mode 2 würde bedeuten, dass er zwischen diesen beiden Zuständen hin und her schalten würde. Aber das nur mal am Rande. Das gilt ja grundsätzlich. Gut, jetzt haben wir hier unterschiedliche Modulnummern. Natürlich können bei diesen analogen Schaltmodulen immer nur ein Modul an einem Ausgang des Empfängers hängen. Was bedeutet dieses Modul 1, Modul 2 jetzt? Ja, das sind einfach verschiedene Kanäle. Ihr werdet nachher noch sehen, wo das wie wieder rauskommt. Also, die Regel ist hier, Schaltfunktionen fassen wir einfach zusammen. Schaltfunktion 1, 2 und so weiter, 3, 4, 5 an dem Modul 1, ganz normal. Und dann haben wir ein zweites Modul, das wird dann später an einem anderen Kanalausgang eingesteckt. Wir haben ein drittes Modul, wir haben ein viertes Modul, eventuell haben wir ein fünftes Modul. Mehr als fünf geht im Moment nicht. Also fünf solche Tip-Tip-Module in einem Modell. Das würde ja auch immerhin schon fünf Kanäle belegen. Ja, dann gibt es hier unten wie immer die Beschriftung. Da ist der Typ 9 eingetragen. 9 heißt so viel wie ein fremdes Modul, das meine Software nicht weiter kennt. Das ist also nicht konfigurierbar. Mehr soll das nicht heißen. Ihr könnt also diese Datei gerne als Vorlage benutzen und müsst einfach nur die Beschriftung dann eventuell hier austauschen. Gut, das war die Tip-Tip.lua in Models. Und dann gibt es auch noch die Tip-Tip.lua in Radio. Und dort ist die Konfiguration der Bedienelemente für dieses Modell wie üblicherweise drin. Und da ist das Entscheidende, bitte, dass ihr jetzt hier
das Backend Nummer 3 eintragt. Normalerweise steht hier eine 1 für meine eigenen Schaltmodule. Hier tragt er jetzt 3 ein. Das ist auch nochmal hier erklärt. Tipp, Tipp. Bei dem Rest müsst ihr nichts ändern. Das sind ein paar Backend-Parameter, wie das funktioniert. Nur zur Erläuterung, hier ist das Backend für die Tipp-Tipp-Module. Hier stehen beispielsweise auch die Dauern der Tipp-Vorgänge, also 300 Millisekunden für ein kurzes Tippen und 600 Millisekunden für ein langes Tippen. Je nach eurem Schaltmodul müsst ihr da mal mit rum experimentieren, aber das sollte hier eigentlich soweit klappen. Und als Werte bei diesem Tippen werden eben 0, 100% und minus 100% benutzt. Da sollte man aber auch nicht unbedingt etwas ändern müssen. Gut, das sind die Konfigurationsdateien. So, jetzt habt ihr eben bei unserem T6 gesehen hier, der schaltet den Kanal 10. Ihr habt jetzt gerade auch in der Konfigurationsdatei gesehen, dass ich dort zwei Tipp-Tipp-Schaltmodule konfiguriert habe und die möchte ich ganz gerne auf Kanal 5 und Kanal 6 anschließen. Ja, um das wieder auseinander zu dröseln, was in der Konfigurationsdatei drin steht, brauchen wir wie üblich ein Mischer-Skript. Das tragen wir hier unter dem Lua-Symbol ein. Und dieses Mischer-Skript heißt VMAP. Also eine VMAP. Eine Map ist immer eine Abbildung. Das bildet dann die Konfigurationen aus den beiden Konfigurationsdateien unter Models und unter Radio ab. Wir können dem einen Namen geben, müssen wir aber nicht. Das reicht im Prinzip schon so, wenn ihr das einfach dort so festlegt. Und dieses Mischer-Skript hat 5 Ausgaben, Mod 1 bis Mod 5. Also die Ausgaben für das Tipp-Tipp-Modul Nummer 1 bis Tipp-Tipp-Modul Nummer 5. Die kommen aus diesem Mischer-Skript raus. Und jetzt ahnt ihr schon, jetzt brauchen wir also für den Kanal 5 einen Mischer und für den Kanal 6 einen Mischer. Und der Mischer von Kanal 5, der holt sich den Mod 5 Wert aus dem VMAP Lua Skript heraus und der Mischer für Kanal 6 den Mod 2, Entschuldigung, jetzt habe ich mich selber vertan. Ich gehe nochmal, mache nochmal eben die Zeile hier auf. Für Kanal 5, da soll das erste Modul angeschlossen sein, da holen wir uns den Mod 1 Wert raus. Und für Kanal 6, da soll das zweite Modul angeschlossen sein, da holen wir uns den Mod 2 Wert heraus. Also brauchen wir zwei Mischer. Den ersten auf Kanal 5. Und dem gebe ich jetzt den Namen SW für Switch 1. Und da nehmen wir eben Mod 1. Und dann machen wir dasselbe Spiel für Kanal 6. Der bekommt auch einen Namen. SW2. Und da holen wir uns Mod 2 von dem Mischer-Skript. Ja, soweit prima. Jetzt haben wir das eigentlich eingerichtet. Jetzt fehlt nur noch die Bedienoberfläche. Und das ist das alte Spiel. Wir richten uns ein Widget ein. In diesem Fall das Bedienwidget. Das machen wir mal ganz alleine auf den Screen. Also 1x1, die 1x1-Konfiguration. Und dann holen wir uns hier das Widget heraus, nämlich das GUI-Widget mit den Schaltern. So. Gehen wir mal auf die erste Seite. Achso, nee, bevor wir das tun, gehe ich hier nochmal raus und wir gucken nochmal eben in die Modellkonfiguration rein. Genau. Jetzt ist es so, dass dieses Skript oder dieses Widget, sagen wir mal besser, was wir jetzt gerade geladen haben, wenn es gestartet wird, noch einige Konfigurationen an euer Modell vornimmt.
Auch das haben die meisten bestimmt schon mal gesehen. Dazu müssten wir jetzt einmal das Modell wechseln oder den Sender ein- und ausschalten. Und das mache ich jetzt ganz einfach hier, indem ich einen Reload von dem ganzen Kram mache. So, jetzt habe ich den Sender gewissermaßen einmal aus- und eingeschaltet. Jetzt gucken wir uns nochmal die Modellkonfiguration an, und zwar die Mischer. Dann sollte das so sein, dass die normalen Mischer ausgeschaltet sind im Flugmodus und der Flugphase 1. Und die Mischer, die wir eben eingetragen haben, die mit dem Kürzel SW begonnen haben als Name, die sind in dieser Phase auch noch eingeschaltet. Ja, woher kommt das nun wieder? Zur Erläuterung, ihr seht hier unten, da steht Safe Mode. Das ist der Modus sozusagen für die Werkbank. Da sind eigentlich alle Mischer abgeschaltet, es sei denn, man gibt sie diesen besonderen Namen SW, also einen Namen, der mit SW beginnt, dann bleiben sie eingeschaltet. Alle anderen sind in diesem Safe Mode ausgeschaltet. Erst wenn der Empfänger sich gebunden hat und dann 10 Sekunden verstrichen sind, dann wird umgeschaltet auf den Normalmodus. Dann hat man also 10 Sekunden Zeit, nachdem man das Modell eingeschaltet hat und der Empfänger sich gebunden hat, sich zu überlegen, ob man das jetzt wollte oder nicht oder ob auf der Werkbank jetzt irgendetwas Schreckliches passiert. Also ich schalte mal jetzt hier einfach die Telemetrie ein über den Telemetriesimulator. Jetzt warten wir mal ein bisschen und achten darauf, bis der Safe Mode hier unten verschwindet. Jetzt ist er weg. Das waren die ominösen 10 Sekunden und jetzt gehen also auch hier unsere Kanäle. So, unsere Kanäle ganz normal. Okay, ich mache die Telemetrie-Simulation wieder aus. Und dann kommt nach einer Zeit, wenn der Empfänger sich nicht mehr meldet, dann kommt der Safe Mode auch hier zurück. Das dauert jetzt ein bisschen, es könnte ja auch ein Funkloch sein oder so etwas. Da warten wir jetzt mal gerade. Spielt aber auch keine Rolle, ich wollte nur dieses Fenster da loswerden. Na, da ist der Safe Mode wieder. Dann habt ihr das jetzt auch einmal gesehen, aber unsere beiden Mischer für die Kanäle, wo die Tipp-Tipp-Module angeschlossen sind, die sind ja sowieso noch aktiv. Okay, jetzt müsste das eigentlich funktionieren, und zwar müssten wir jetzt mal hier auf Kanal 5 und 6 achten. Wenn ich zum Beispiel den Schalter SA hier bediene, das ist am ersten Modul die erste Funktion. Ich schalte das mal ein. Und da habt ihr gesehen, da gibt es einen Impuls nach unten. Und ich schalte wieder aus. Gibt es einen Impuls nach unten. So, wenn ich jetzt den Schalter SB hier bediene, dann ist das die zweite Funktion am ersten Modul. Das heißt, das müsste zweimal pulsen. Einmal kurz, einmal lang. Achtung, auf Kanal 5 achten. Einmal kurz, einmal lang, nochmal zurück auf die Nullposition, wird ausgeschaltet, auf die andere Position, geht nach oben, einmal kurz, einmal lang. Ja, so kann man das machen. Ich gehe nochmal auf Fullscreen, was haben wir auf der anderen Seite hier? Achso, nee, was ich euch noch zeigen wollte, dass das natürlich auch länger pulsen kann. Wir nehmen mal hier vom Modul 2, das ist ja der Kanal 6, Schaltmodul 2 ist an Kanal 6 angeschlossen, und dann nehmen wir jetzt mal hier die Funktion E, die fünfte, und das ist über den Schalter SE. Wenn ich jetzt hier einschalte, müsste es also viermal kurz, einmal lang pulsen. Achso, SD, nicht SE. Ich habe mich gerade gewundert. Ich nehme mal den Kringel da oben weg. Also SD für dieses Modul. Ich habe das falsch abgelesen hier. SD. Also, das ist die fünfte Funktion. Ich erkenne das daran, weil ich das mit M2E beschriftet habe. Also A, B, C, D, E. Die fünfte Funktion. Macht also viermal kurz, einmal lang.
3, 4, 5 lang. Okay, andersrum. 2, 3, 4, 5. Das ist ausgeschaltet und jetzt in der andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5 lang. Ja, gut. Also auch diese Tip-Tip-Module sind dort integriert. Und achte auf die Konfigurationsdateien, die müssen wie immer so heißen wie das Modell, wenn da etwas Besonderes drin stattfinden soll in diesen Konfigurationsdateien. Und das war, ich erinnere nochmal daran, in der Datei unter Radio, da musste man das richtige Backend eintragen. Und das war das Backend mit der Nummer 3. Da könnt ihr diese Vorlage, wie gesagt, benutzen. Und wenn wir unter Models gehen, da haben wir auch wieder die Datei TippTipp. Aber da ist es ganz normal. Da haben wir praktisch unsere normale Schalterkonfiguration drin. Hier. Wie sonst auch. Etwas besonders ist hier der Typ mit der Nummer 9. Nun, Typ 9 soll so viel heißen wie ein unbekanntes Modul, was man jetzt nicht weiter konfigurieren kann über die Konfigurationsseite. Ja, okay, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.